Ich wollte schon lange mal so ein Bild mit einem Aquarellhintergrund haben. Und heute habe ich mich endlich mal dran gewagt. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt dran. Viel Spaß. Ich möchte mir heute noch wieder ein neues Bild gestalten. Ich kann noch ein bisschen Deko gebrauchen in meinem Bastelzimmer. Ihr seid zwar alle schon gespannt, aber ein bisschen müsst ihr noch warten. Erst wenn es richtig fertig ist, zeige ich es. Und dafür gibt es solche tollen Sprüche-Schablonen. Die habe ich mir hier mal selber ausgeplottet. Dafür hatte ich mir den Plotter mal gekauft, um Schablonen zu machen. Da kann man ganz viele verschiedene Varianten machen, was ihr jetzt da auf so ein Bild draufschreibt. Im Stil von Handlettering, aber das kann ich nicht. Ich brauche da immer Schablonen für. Das ist dann wieder eure Sache, was ihr da aussucht. Love is all around us. Ja. Aber ich finde es schöner, was für eine wunderschöne Welt. Dafür mache ich mir jetzt erstmal einen Hintergrund. Ich habe jetzt bei vielen Kartenbastlern gesehen, dass die im Hintergrund so ein Aquarell machen. Aquarell-Hintergrund. Die zeigen leider immer nur auf Karten, auf Papier, wie sowas funktioniert mit Filzstiften und sowas. Ich möchte sowas auf einer Leinwand haben, weil ich das so als Bildhintergrund ja haben möchte, schön bunt. Also mache ich mir, wie die das auf den Karten machen, erstmal meine Leinwand nass, damit die Farben schön verlaufen können. Ich habe mir im Hintergrund hier schon mal Farben ausgesucht, die ich da haben möchte. Blau, Gelb, Pink und Lila darf natürlich nicht fehlen. Und davon mache ich mir jetzt ein bisschen was auf die Leinwand drauf. Hier ein bisschen was. Und hier ein bisschen was. Eventuell noch da ein bisschen was. So, und das muss ich jetzt mit den verschiedenen Farben machen. Mache mir natürlich meinen Spachtel immer zwischendurch sauber. Dafür hat man ja schön Küchenrolle liegen. Jetzt kann ein Pink kommen. Wieder hier ein bisschen was. Und nochmal da ein bisschen was. Und so ein bisschen verteilen. Jetzt soll ja auch noch ein bisschen Blau kommen. Soll ja ein schöner bunter Hintergrund werden. Zum Schluss noch ein bisschen Gelb. So eine schöne erleuchtende Farbe. Erleuchtend. Erleuchtend. Die hat den Durchblick, wa? Die hat den Durchblick, die ist erleuchtet. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Meistens Wenn klappt das nicht, ja nicht. zeigen wir das Video sowieso nicht. Ich sag's ja immer. So, und jetzt versuche ich auch wieder mit ganz viel Wasser diese Farben auf der Leinwand hier zu verteilen. Muss natürlich immer zwischendurch ein bisschen sauber gemacht werden. Am besten auch mit Küchentuch. Das soll jetzt alles schön ineinander verlaufen. Mal sehen, ob das so klappt. Bis jetzt sieht es ja so aus. Ach so, Wasser, 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 Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Kann ruhig ineinander auch verlaufen. Hätte jetzt noch einen guten Effekt gebracht, wenn du eine Wasserspritzpistole gehabt hättest mit so einem. Zum Draufsprühen? Gibt ja nichts, was wir nicht haben. So, schön die Farben verteilen. Aber das läuft schon von Ja, alleine auseinander. dafür habe ich ja das Wasser drauf gemacht. Schon den Aquarell-Effekt hier. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Noch das letzte Blau hier ein bisschen verteilen. Da kommt nicht ganz so blöd voll. Nee, nee. Nur in der Mitte so ein bunter Klecks. Ein bunter Klecks etwas. Und das muss ich jetzt gleich trocken föhnen. Na, erstmal verlaufen lassen. Verlaufen lassen. Wir haben so einen richtigen Berliner Dialekt drauf. Ja, kriegt man nicht abgestellt. Nee, ich versuche ja schon immer Hochdeutsch zu sprechen, aber das geht nicht. So, sieht das schon mal cool aus. Na, das würde ich aber jetzt nicht machen. Nee. Nee. Eigentlich sieht es so ganz gut aus. Ja.
Jetzt muss man die ganze Sache noch trocken föhnen. Man kann das jetzt theoretisch so trocknen lassen. Aber da hast du die Geduld nicht für, nicht? Da habe ich nicht die Geduld. Ich möchte das jetzt fertig haben. Und jetzt sagt man noch, das ist kein schöner, bunter Hintergrund geworden. Das sieht aquarellig aus. Obwohl ich das mit hübsch. Acrylfarben so gemacht habe. Das ist ein bisschen in sich verlaufen. Mit dem Föhn kann man da noch ein bisschen was hinschieben, wo man das hinhaben möchte, durch die Luft halt. Mir ist auch noch ein bisschen was verlaufen. Ist ganz in Ordnung für Aquarellmalen, finde ich, wenn es so runterläuft. So hat sich dann das Bild selber entschieden, wo unten sein soll. Also hier ist dann jetzt unten, obwohl ich es ja liegend hatte. Und jetzt kann ich meinen Schriftzug da drauf machen. Das geht jetzt auch ganz einfach mit einer Rolle. Muss man natürlich am besten richtig rum drauflegen. Sonst ist das alles ein bisschen doof. So soll mein Schriftzug jetzt hier noch mit drauf. Gucken, dass das ein bisschen mittig kommt. Sieht absolut interessant aus. Sieht interessant aus, ja. Und gleich sieht das richtig edel aus. Du sehen. Ach, du ertreibst doch nicht. So. Und der Schriftzug soll jetzt in schwarz drauf. Wir haben ja ganz viel bunt, also kann der Rest in schwarz. Und am leichtesten geht das mit so einer Rolle, finde ich immer. Wenn man das richtig macht. Das richtig macht. Hättest du vorher ankleben müssen. Ja, ich will mir nicht die Farbe wieder abziehen. Das ist jetzt mein Problem, aber die war ein bisschen dünner. Ein bisschen Wasser. Geht besser. Weil du drauf hast. Ja. Und wenn nur Dreck auf der Kniescheibe ist. Ne? Auf der Kniescheibe, das sagst du mir oft. So, und dann kommt immer der, haben wir es geschafft oder nicht? Boah, das sieht ja edel aus. Ist jetzt auch wieder so ein bisschen aquarellig. Ist das gelungen? Sieht cool aus, ja. Ja. Finde schön. Perfekt. So, theoretisch wäre jetzt das Bild ja fertig, aber ich habe mir gedacht, solche Strass-Ornamente, dafür habe ich die ja mal gekauft, passen da immer noch hin, also muss ich mir die da irgendwie drauf machen. Weil der Glitzer sonst fehlt. Weil der Glitzer fehlt, das muss. Ein bisschen Glitzer muss. Und dann haben wir hier so eine schöne Feder. Die schön glitzert. Die schön glitzert. Dann haben wir hier so ein schönes Ornament. Die sind ja alle schön zusammen. Auf dem so ein Stück verlegt, dass man die schön so draufkleben kann. Muss man sich bloß immer überlegen. Ja, so nach oben. Kann ruhig hier ein bisschen raus aus dem Bild. Rettet alles gibt. Ja, das gibt so schöne Sachen. So. Perfekt. Ich denke mal, das reicht so. Ich finde es cool. Und mit dem Hintergrund sieht es edel aus. Und was man da jetzt als Vordergrund dann eben für eine Schrift drauf macht, da kann man auch ein Bild drauf machen, einen Vogel oder was weiß ich. Sieht auch wieder schön aus. So, das kommt jetzt noch in mein Bastelzimmer hängt. Also traut euch ruhig ran, solche Aquarellhintergründe zu machen. Man kann ja immer noch mal drüber malen, wenn es wirklich nicht wird, aber es wird, also es kann da nichts schief gehen, es kann keiner vorschreiben, das hätte jetzt so oder so aussehen sollen. Das wird immer eigentlich schön, man hätte noch ein bisschen hellere Stellen mit mehr Wasser einarbeiten können, aber ich finde es cool, so intensiv mit den Farben. In diesem Sinne, probiert es ruhig mal aus, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.